Hallo Welt, da sind wir wieder, hier in Diamond City. Wir sind in der letzten Folge, zum Abschluss der letzten Folge, zum Schluss hin also, sind wir hier schon eine kleine Runde gegangen. Und wir möchten jetzt mal herausfinden in dieser Folge, wie lange es wohl dauert, bis die Händler wieder neu beliefert wurden. Also bis die Händler aufgepasst wieder neues Material haben. Unserem Konrad Lorenz werden wir erstmal ein paar Teile aufbereitetes Wasser für den Notfall abnehmen. Aber ich glaube, so viel Notfall werden wir hier schon nicht haben. 100 Teile. Ach Quark, das ist übertrieben. 20, 23, okay. Kann ich für Sie tun? Das reicht. Den Rest werden wir jetzt gleich hier veräußern, auch wenn ich es lieber an meine Siedlungen, an unsere Siedlungen hier verkaufen würde. Wir gehen vielleicht einmal ganz kurz schlafen für ein Stündchen, damit wir so eine Art Speicherpunkt hier haben. Ja, und dann müssen wir schauen. Des Nachts ist nämlich, wir warten jetzt nämlich wieder, statt zu schlafen. Mal gucken, ob wir mit dem Warten dann besseren Erfolg haben. Ja, wie lange dauert es? Genau, Percy. Percy ist schon mal gut. Oh, ich hoffe, Sie sind hier, um etwas zu kaufen. Das ist mein Leben. Das ist schön. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Nur Waren von höchster Qualität. Ich bin nämlich sehr sicher, dass Percy unabhängig von Myrna was hat. Das heißt, man kann tagsüber bei Myrna kaufen und des Nachts kann man dann nochmal bei Percy kaufen. Nur wir wissen ja nicht, wie lange es dauert, wie gesagt, bis sie wieder alle aufgeladen sind mit Material. Und das werden wir in dieser Folge herausfinden. Wir werden also sehr viel warten und sehr viel kaufen. Hoffentlich. Es kann natürlich auch sein, was ich beinahe schon befürchte, es kann sein, dass wir die Siedlung erstmal verlassen müssen. Und dann die Sachen erst aufgeladen werden. Aber das werden wir jetzt herausfinden. Wie, das war alles? Was ist denn mit dem Schrott? Es ist nur denkbare Gut erhältlich, das Sie brauchen können. Wenn wir Sie führen, kann es sich niemand vorstellen. Ja, das dann ist lass gut. Mal sehen, was du so hast. Oh, wunderbar. Genau, Percy. Und er hat das gleiche, glaube ich, wie Myrna. Auch da können wir jetzt mal einen Blick drauf werfen. Dieser Schrott, der ist ja günstiger. Aber die Ladungen, die etwas teurer sind, davon hat er Beton natürlich 300 Teile. Und er hat Dünger 25, Federn hat er 25, Klebstoff 25, Plastik 25, Porzellan 25 und Stahl 100. Hätten wir in der letzten Folge schon mal aufpassen können. Ach so, Brennstoff hat er auch noch. Gar nicht so wenig. 138 waren das. Okay, ja, dann. Warten wir hier. So, warten wir erstmal einen Tag. Ich hoffe, das überleben wir. Genug gewartet. Nachts einkaufen? Kein Problem. Wir sind sehr erfreut darüber, dass Sie sich für unser Geschäft entschieden haben. Wir kaufen und verkaufen alles. Von jedem. Zu jeder Zeit. Zeig mal, was du so hast. Ausgezeichnet.
Ja, okay, die Kronkorken von uns hat er noch. Also glaube ich nicht, dass 24 Stunden reichen. Wir sind aber ziemlich am Ende, wie es aussieht. Aufgepasst! Ich helfe gerne weiter, wenn ich kann. Ich hoffe nur, wir... Ich hoffe, Sie finden, was Sie suchen. Wir bekommen hier noch etwas Wasser von unserem Konrad. Oder haben wir das... Ja gut, das nehmen wir mal alles. Hallo, Süße. Ha. Mir fehlen die Worte. So, wir sind müde, wir sind ausgehungert, wir sind leicht dehydriert und überladen. Alkoholabhängig außerdem auch noch. Na gut, wir haben schon nach 4 Teilen Wasser haben wir schon keinen Durst mehr, aber wir waren jetzt auch nicht ganz so durstig. Ich denke, diese Eichhörnchen am Stiel, sowas alles gebackene Blähfliege, ja, davon werden wir mehr essen müssen. Gegrillte Kakerlake. Was haben wir sonst noch? Knusprige Eichhörnchenbissen, na gut. Köterkeule. Leguan. Und wir sind wieder wohlauf, außer etwas müde. Ja gut. Wir wollen ja warten. Jetzt weiß ich nicht, wie schädlich das mit dem Schlafentzug ist. Auf jeden Fall sind wir überladen, wie ich merke. Aufgepasst. Was kann ich für Sie tun? Sehen wir uns mal an, was Sie so haben. Wir haben Ihnen doch den letzten Schrott nicht gegeben, genau. Brennstoff auch. Dann warten wir noch einmal 24 Stunden. Vielleicht trinken wir mal so eine Cola. Haben wir eine Yuga-Cola zufällig dabei? Das sieht jetzt nicht so danach aus. Nein. Wir verkaufen. Und nochmal 24. Dann hätten wir 48 Stunden. Oh, wir tragen zu viel, dann brechen wir zusammen, was? Ah, wir warten doch. Na, ich will es nicht riskieren. Obwohl, dann weiß man's. Dann weiß man's. Überladen, warten. Nochmal 24 Stunden. So, dann haben wir 48 Stunden gewartet. Und vielleicht haben sie dann schon wieder Waren. Das wäre natürlich sehr schön, obwohl, ja, wenn wir immer 2 Tage warten hier. Wie alt kann man eigentlich werden hier? Ich meine, wir sind ja so halb ghoulisch schon. Ich glaube, ein Jahr sind wir bestimmt schon unterwegs. Ich habe mir das Datum nicht gemerkt, ganz am Anfang. So, erstmal haben wir Hunger, Durst, müssen aufs Klo, gar nicht. Nein, aber Durst, wir sollten mal schleunigst was trinken. Da haben beim letzten Mal 24 Stunden warten, haben 4 Teile gereicht. Aha, diesmal nicht. Doch, diesmal auch. Richtig, dann können wir ein bisschen was essen. Eichhörnchen am Stiel zum Beispiel. Eichhörnchen, Eintopf muss jetzt nicht unbedingt sein. Knusprige Eichhörnchen ein bisschen, na gut. Köterkeule haben wir auch nochmal. Und wir sind schon wieder gut genährt. Ja, das geht ja. Extrem übermüdet sind wir ja. Nun gut, nach 48 Stunden... Warten Sie, meine Programmierung sagt mir, dass wir nie Angebote haben. Vielleicht sollten Sie etwas anderes kaufen. Okay. Zeig mal, was du so hast. Hier, bitte. Und ja, die Kronkorken sind weg nach 48 Stunden. Und wie es aussieht, hat Percy nach 48 Stunden wieder neue Sachen.
Scheint fast so. Gucken wir gleich nach dem Wichtigsten, nach dem Schrott. Lunchbox nennen wir auch mal mit. Ja. Percy hat nach 48 Stunden also wieder Schrott. Naja, das hätten wir vorher mal wissen sollen. Dann hätten wir uns viel Rumrennerei sparen können. Vielleicht kann ich Ihnen etwas davon abnehmen. Aufgepasst! Wie kann ich... Ja, aber immer noch können die Roboter mehr tragen als wir, auch wenn das jetzt nicht mehr so viel ist, aber... Ja, doch, das sieht doch ganz gut aus. Wobei ich fast fürchte, dass wir am nächsten Tag, also jetzt, wir werden jetzt schlafen gehen nochmal. Jetzt müssten ja alle Händler wieder was haben. Also nochmal, 48 Stunden heißt das Zauberwort. Also schlafen gehen und dann werden wir am nächsten Tag halt irgendwann nochmal nach Hangman's Alley. Und am nächsten Tag hier einmal rumgehen. Dann überladen höchstwahrscheinlich nach Hangman's Alley. Ja, und wo kann man... Ach so, in Good Neighbor kann man ja in Kents Bett schlafen. Da könnte man das gleiche also dann auch nochmal machen. Naja, es geht, glaube ich, schneller, als zwischen den Siedlungen immer hin und her zu rennen. Dennoch mache ich mir Sorgen, ja, wie alt kann man denn hier werden? Vielleicht ist es egal. Ach, wir sind zu früh dran. Nur dann gehen wir einmal in die Kneipe. Überladen, wie wir sind. Ins Dugout Inn. Dugout Inn. Manchmal haben die ja auch sowas wie Eichhörnchenbissen. Danke, dass du Earls Mörder ausfindig gemacht hast. Ich kann nicht glauben, dass ein Doktor sowas tun würde. Naja, wenigstens haben wir Schnaps, um unseren Kummer zu ertränken. Mhm. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Genau das wollte ich hören. Ja, hat sich doch schon gelohnt. So ein bisschen Fleisch kann man hier mitnehmen. Versuchen wir mal hier so ein Bobrovs bester Schwarzgebrannter. Bringt uns 1 Stärke. Bourbon würde nochmal 1 Stärke bringen. Und Bier nehmen wir auch mal einen mit. Ein Bier. Was ist mit dem Whisky? Wie viel kann Whisky? Whisky bringt 2 Stärke sogar. Nehmen wir auch mal einen mit. Da wir jetzt sowieso schon alkoholabhängig sind, kommt es darauf auch nicht mehr drauf an. So. Dann trinken wir uns schön ein. Na, wo haben wir denn? Ein Whisky. Und... Bobrovs bester Schwarzgebrannter und ein Bierchen. Und wir haben Durst. Und überladen immer noch. Ja, immer noch recht gut überladen sogar. Na gut. Dann warten wir draußen bis zum nächsten Tag. Letzte Station wird der Arzt sein, bei dem werden wir uns dann heilen lassen von unserer
Sucht befreien lassen und auch von unserem war vermutlich nur ein Spinner, gebrochenen Knöcheln höchstwahrscheinlich. Er ist in die Stadt gekommen und meinte, er hätte einen Notruf aus den Ruinen von Cambridge aufgefangen. Du willst Handel? Ja, da müssen wir aber noch mal so 3 Stunden warten bis 9 Uhr. Ich glaube, 9 Uhr, das ist eine gute Zeit. Da müssten die Händler alle wieder an ihrem Platz sein. Und, jawohl, da ist Mörner. Ich verkaufe zwar so ziemlich alles, aber nichts davon ist Schrott. Okay. Klar, ich schaue es mir an. Ein bisschen von allem. Ja, auch sie ist ihre Kronkorken über Nacht losgeworden. Ja, die müssen da ja ordentlich schon was gehortet haben. Ja, oder was machen die damit? Vielleicht gibt es doch noch irgendwo die Möglichkeit, hier diverse Spielchen zu spielen. Brahminfleisch, Eichhörnchen, Eichhörnchenbissen, sehr schön. So, dann haben wir auch 300 Teile Beton hier, einmal 100, 200 und dann hat sie Dünger 25, Federn 25, Klebstoff 25, Plastik 25, Porzellan 25 und Stahl 100, aber das gleich 4-mal. Das heißt, sie hat mehr Stahl als Percy des Nachts, meine ich. Ich meine, im Kopf zu behalten zu haben, dass Percy nur 100 Stahl hat, dafür hatte Percy aber 138 Brennstoff und Myrna hat 125 Brennstoff. Aber ich glaube, das variiert. Das ist ein Zufallswert. Ich meine nämlich, dass Myrna mal irgendwas um die 200 oder sowas sogar hatte. Wenn es dir um Sicherheit geht, mit einer Distanzwaffe kannst du in Deckung und außer Sicht bleiben. Aber da ist eine Zweitwaffe empfehlenswert, um flexibel zu bleiben. Zeig mal, was du so hast. Nimm sie ruhig auch mal in die Hand. Okay, 50 Aluminium, Kupfer, ja, das Übliche. Also, er ist wieder aufgeladen. Er hat 200, über 200, 208. Das ist sehr erfreulich. Dankeschön. Denk daran, mit Schlaghölzern gewinnst du das Spiel immer. Zumindest, wenn es bei dem Spiel darum geht, Leute zu verprügeln. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Spürst du, wie der Griff in der Hand liegt? Hä? Mhm. Und das ist gut. Holz. Ach, Moment mal. Den Rest nehmen wir doch auch mit für Kork und Leder. 7. Und hier nochmal Leder. Na gut. Das macht jetzt Kauf, auch nicht was mehr du so brauchst, viel. Verkauf dein überflüssiges Zeug und dann verschwinde. Wie nett. Jede Menge Klamotten auf den Stangen. Hoffe, du hast genug Geld. Noch habe ich, ja. Ich schaue es mir an. Wir haben für jeden Geschmack etwas. Nee. Aber warum hat sie Geld gesagt? Kronenkorken. Sagen die nicht sonst immer Kronenkorken? Ich glaube schon. Winterjacke und Jeans. Ich weiß, wir wollten mal unsere, ja, die Plünderer wollten wir mal damit ausstatten, aber die können ja gar nichts. Da ist ja kein Charisma, kein Glück drauf und nichts. Ich denke, dann bleiben wir doch lieber bei dem, wie wir uns das vorgenommen hatten. Auf jeden Fall hat sie wieder ein bisschen Schrott. Na gut, ich meine, sie hat am Anfang auch mehr als jetzt, aber das reicht auch, das ist okay so. Und letzte Station, der Doktor. Dann geht's zurück nach Hangman's Alley. Da könnten wir eigentlich dann auch eine ganze Runde warten. Ich kenne dich nicht, Mann. Also schon mal 24 Stunden oder so etwas warten. Wir bieten eine große Bandbreite an medizinischen Behandlungen. Erstmal wollen wir ich handeln. Ich brauche ein paar Vorräte, Doktor. Mal sehen, was ich entbehren kann.
Antibiotika und so viele Kräuter. Oh, aufbereitetes Wasser wollte ich jetzt gar nicht. Aber Schrott schon wieder. Sehr schön. Na gut. Doc. Strahlenvergiftung ist ziemlich verbreitet. Aber wir können so ziemlich alles heilen. Heilen wir mal. Sieh mal, was mit mir nicht stimmt, Doktor. So, und jetzt beschreib mir die Symptome. Eins nach dem anderen. Okay, eins, Abhängigkeit heilen. Hast du irgendwas gegen Chem-Abhängigkeit? Ja, das sieht übel aus. Holen wir das Zeug erstmal aus deinem Körper raus. Wird danach aber brennen wie die Hölle, verstanden? Ja. Das wäre geschafft. Stört dich sonst noch was? Strahlung haben wir, glaube ich, nicht, aber es Gesundheit. Tut einfach alles weh. Du siehst eigentlich gesund aus, aber... Oh, Moment. Ja, das muss gerichtet werden. Fangen wir an. Das wäre erledigt. Hast du sonst noch Beschwerden? Das wär's. Vielen Dank. Hab sonst keine Beschwerden. Dann ab mit dir. Ab. Darf ich vorbei? Dankeschön. Ja, auf nach Hangman's Alley schnell und dann machen wir das Ganze nochmal. Wie gesagt, in Hangman's Alley können wir ja mal ein wenig puffen. Oh, Moment. Wir haben ja hier noch jemanden vergessen. Wenn du dünn geschnittenes Fleisch haben willst, dann kannst du es gefälligst selbst schneiden. Zeig mal, was du so hast. Schau dir mal die Stücke an. Oh ja, Blutkäfersteak. Sie hat wieder gute Sachen auch. Und das Meierlurk-Ei, das kostenlose, ja. Alles gute Sachen, tatsächlich. Ja, am Anfang haben wir sie ja immer so ein bisschen missachtet. Aber seit wir jetzt den richtigen Überlebensmodus, sage ich mal, haben. Wir haben ja seit Beginn des Spiels schon im Überlebensmodus gespielt. Seit wir den richtigen jetzt haben, mit wirklich Hunger, Durst, Schlafen, Krankheit. Seitdem lohnt sich das richtig, auch bei Polly mal vorbeizuschauen und ein paar Sachen zu kaufen. Das finde ich gut. Irgendwas fehlt mir noch an dem Überlebensmodus. Munition hat Gewicht. Schlafen, ja, das mit den Krankheiten, das verstehe ich noch nicht genau. Parasiten, wenn man zu wenig gegessen hat. Hört sich seltsam an. Gut, es ist schon mal kein Händler hier draußen. Ich bin aufgespießt. Ich, meine Jungs, die Mauer und ein paar Geschütztürme sorgen dafür, dass Diamond City sicher bleibt. Das ist schön. Na, Supermutanten, sind sie wieder da? Ach, dann hätte man schon was gehört, denke ich. Denke ich. Ach, da sind wir schon wieder. Aufgeladen. Die Aktionspunkte waren schon wieder aufgeladen. Apropos Aktionspunkte und so weiter. Da können wir auch mal gucken. Ich glaube, wir können uns einen Skill leisten. Andererseits kommt ja auch bald... Man weiß es noch nicht. Ich habe extra noch mal nachgesehen gestern oder heute sogar. Heute, glaube ich, noch. Ja? Mit der Ernte läuft es ziemlich gut. Ob denn schon ein Release-Datum raus ist? Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal saubere Fingernägel. Aber so wie ich gesehen habe, wusste noch niemand Bescheid, wann jetzt For Harbor rauskommt, 2016. Und die ganzen Sachen. Oh, wir haben doch hier eine... Weißt du, was für mich ein guter Tag ist? Einer, der ohne leeren Magen endet. Ich helfe gerne weiter, wenn ich kann.
sehen wir uns mal an, was sie so haben. Haben Sie etwas Brauchbares gefunden? Und die Sachen für Sanctuary Hills kommen hier wieder rein. Da haben wir doch einiges an Kleidungsstücken jetzt gekauft. Die holen wir dann später irgendwann mal ab. Mit unserem Packer zum Beispiel oder mit dem Wasserspender. Ja, jetzt tun wir auch mal die Hundesachen hier rein. Hundehalsband und so. Dann schleppen wir das auch nicht immer mit uns herum. Und auch so ein paar Antibiotika. Ein Antibiotika-Teil nehmen wir mal mit. Und das Wasser behalten wir auch mal vorsichtshalber. Blutkäfersteak hätten wir jetzt auch eigentlich behalten können. Hätten wir ja ein bisschen was von essen können. Eichhörnchenbissen auf jeden Fall hier rein, bevor wir es noch irgendwie wieder aufessen, unzubereitet. Fleisch vom Mischlingshund. Ja, ich muss mal ganz kurz mitlesen, was ich hier überhaupt alles reintue. Sonst, wieso haben wir so viel Geferol-Spritzen dabei? Wo bekommen wir die denn immer her? Ich meine, wir haben schon längst sehr viele abgelegt. So viel brauchen wir doch gar nicht. Senkt die Schadensresistenz des Ziels 2 Minuten lang um 25%. Brauchen wir gar nicht. Gekochtes Weichschalenfleisch, Meierlockfleisch war das wahrscheinlich. Hundefutter in der Dose brauchen wir nicht. Jetboost können wir gleich ein bisschen was verkaufen. Klammergriffspritze. Okay, da können wir ruhig 5 mitnehmen. Stimmt schon. Klingenkorn lassen wir mal drin. Knusprige Eichhörnchenbissen tun wir auch ein paar hier rein. Kräuteraufputschmittel, Kräuterschmerzmittel kann hier rein. Und Köterkeule essen wir gleich. Leguan am Stiel. Leguanbissen, ja, da werden wir nur verseucht von. Maulwurfsrattenfleisch, das kann hier rein. Maiolorg-Ei und Maiolorg-Fleisch. Cola behalten wir mal. Vielleicht hilft das, wenn wir das zwischendurch mal essen. Trinken, meine ich. Red-Kakerlakenfleisch und was war das andere? Ich weiß es nicht. Zu spät. Red-Skorpions-Ei. Das waren aber hoffentlich keine Stimpacks, die wir jetzt da reingepackt haben, so viele. Rib-Eye-Steak, auch davon brauchen wir nicht unbedingt so viele. Schmutziges Wasser, joa, können wir auch mal hier reinlegen, okay. Stechflüglerfleisch, Süßkuchen kann hier rein, wilder Mais. Und trotzdem sind wir noch so schwer. Munition, ach, Brennstoff so viel, ja, das ist gut. Das tun wir aber lieber hier rein. Brennstoff. Wir sind immer noch zu schwer. Warum? Was zieht uns denn so rund? Ach, das Wasser. Alles klar, das Wasser ist das. Ja, da können wir doch hier nochmal handeln. Ja, was? Handel, Handel, wir sind hier zum Handeln. Hab ich nicht gesagt, handeln. Ich habe bestimmt Sachen, die du gebrauchen kannst. Oh ja, handeln wäre nett. Sag mal, was du so hast. Hier ist mein Angebot. Und er hat glücklicherweise auch wieder alles Mögliche. Ja, dann behaupte ich doch so ganz nebenbei mal, dass wir gar nicht drum rumkommen. Wir müssen öfter warten. Wir versuchen das vielleicht auch mal in der Abernethy-Farm mit Conny Abernethy, wie lange wir oder ob wir da überhaupt warten können müssen. Somit ist das doch alles einfacher. Warum denn nicht sofort so? Wo ist hier der Kleidungshändler? Hier. Suchst du was zum Anziehen? Mhm. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Sag mir, was du haben möchtest. Wir wollen ein bisschen... Ja, Bademantel? Nein.
Wäre aber auch witzig, wenn wir alle unsere Siedler in Bademänteln rumlaufen lassen. Palettenkleid können wir mal mitnehmen und den Walltech-Laborkittel. Ich kenne den Unterschied noch gar nicht so groß. Ich finde, selbst einen optischen Unterschied gibt es gar nicht. Meine ich so gesehen zu haben. Kein optischer Unterschied. So, dann nehmen wir das. Sollen wir denn hier Wasser verkaufen? 50 Teile könnten wir ja noch. Egal, wir haben sowieso genug Geld. Trinken wir noch eine Kleinigkeit hier. Machen die Brahmin-Falle wieder scharf, falls sie das nicht schon ist. Ist sie? Eine Kleinigkeit. Scheint hinten. Wirklich was oh, zu werden. Hoppla. Karotte. Ja, das war's dann schon. Und wieder auf nach Diamond City. Etwas warten noch. Ach, wir hätten hier auch schön schlafen können. Aber das können wir auch im Homeplate. Da steht ja jetzt auch ein Bett. Ja, unser Konrad Lorenz, da ist er doch. Ich wollte gerade sagen, der ist ein bisschen langsam. Ich hoffe, Sie finden, was Sie suchen. Dann. Der ist auf jeden Fall sehr stark, wie wir in einer der letzten Folgen gesehen haben. Warum sind wir... Oh nein. Moment. Wir haben den Schrott vergessen abzulegen. Gut, dass wir jetzt das Wasser schon mal abgegeben haben. Ja, ziemlich stark. Also der hat da drei Ghule. Das ging so schnell. Das hat man... gar nicht richtig mitbekommen, wie schnell er war damit. Keine Ahnung, wie viele Blasen ich habe. Und jetzt wäre es gut, wenn wir unseren Arzt hier unten hätten, aber wir setzen uns eben auf den Boden und... Hoffentlich bist du nicht einer dieser Söns, die mich ausspionieren wollen. Konsumieren einen Stimpack. Hier draußen muss man sich von Tag zu Tag hangeln. Jetzt müssten wir aber in einer. Mit einem Mal hier durchgerannt kommen. Das sollte. Bleib klappen. Auf den Straßen, dann ist deine Überlebenschance größer. Eine Bewegung und du bist tot, Ödländer. Naja, fast. Nicht ganz. Ich glaub's nicht, dass ich vor der Mauer Dienst schieben muss. Da mag mich wohl jemand nicht. Also schlafen wir erstmal 24 Stunden und dann warten wir nochmal 24 Stunden. Oder andersrum. Naja, wir schlafen erstmal. Ich glaube, wir sind ziemlich müde, oder? Nein, überhaupt nicht müde. Ja, dann warten wir erst 24 Stunden. Vielleicht haben sie auch jetzt, wir waren ja außerhalb der Siedlung, vielleicht haben sie jetzt schon wieder was. Wir bieten Fleisch im Stück an, sonst nichts. Dann lass mal sehen. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Das Brahmin-Fleisch ist ganz frisch. Wenn du was anderes willst, bist du hier falsch. Na gut, wir müssen erstmal schlafen gehen. Obwohl, wenn wir 24 Stunden warten, schlafen, dann müsste Percy ja wieder da sein. Und Percy hat auch immer was. Also was anderes als Myrna. Versuchen wir das mal. 24 Stunden schlafen, jetzt ehrlich, geht das? Nee, warten. Wir sind doch noch gar nicht übermüdet. Durstig sind wir etwas jetzt und hungrig. Dann warten wir erst und schlafen gehen wir wirklich, wenn wir dann übermüdet sind nachher. Kaufen wir hier gegen unseren Hunger mal so ein bisschen Nudel. Hey, Takahashi. Nudeltöpfe, ja. Töpfchen, Schalen. Nudelschale, 24 will er, 480 für 20 Stück. Die wiegen aber auch richtig was. Ich glaube, wenn wir vier nehmen, sollte das reichen. Dankeschön. So, dann setzen wir uns und essen was.
Nudeln, her mit den Nudeln. Was haben wir? Großen Hunger, kleinen Hunger, Leichthunger und ausgetrocknet auch. Vielleicht helfen die Nudeln ja auch gegen das Ausgetrocknetsein. Sie werden ja mit Wasser gemacht irgendwie. Gut hydriert. Ja, da haben sie geholfen. Sag ich doch. Und gut genährt. Oh, damit sind Nudeln demnächst so unsere Favoriten, denke ich. Denn die helfen gleich gegen Durst und Hunger. Das ist doch auch gut, mal rauszufinden. Na gut, und wir warten wieder fleißig. Moment, wie lange warten wir, bis es Nacht ist? Eigentlich 12 Stunden erstmal. Dann gucken wir nach Percy. Ja, wir können auch länger. 13 Stunden, dann ist Percy auf jeden Fall da. Schauen wir, ob Percy etwas hat. Und dann warten wir weiter die nächsten Stunden. Aber wie lange dann? Ja, 11. 11 nochmal warten danach. Wo sind die Nudeln? Nudelschale. Da, der Durst ist schon mal weg. Also 11 Stunden nochmal. Dann haben wir schon mal die Hälfte rum. Meine Freunde sagen, dass Fremde stinken. Aber du stinkst gar nicht. Wie kommt das nur? Ja, das wäre noch witzig. Ich hoffe, Sie sind hier, um etwas zu kaufen. Das ist mein Leben. Mhm. Zeig mal, was du so hast. Absolut alles. Ja, das sieht sogar ganz gut aus, was ich da sehe. Also so, wenn man auf die Kronkorken mal guckt, er hat zumindest die Kronkorken alle wieder weggelegt und Eichhörnchenbissen hat er auch. Daytripper findet man aber sehr selten. Dreimal Glück, naja, egal. Wir haben sie auf seinen Schrott abgesehen. Und aufgepasst, aufgepasst, aufgepasst. Beton natürlich 300. Dünger 25, Federn 25, Klebstoff 25, alles das gleiche. Ah ja, Stahl auch 4. Ich dachte, er hätte weniger als Myrna, aber das war vielleicht nur ein Zufall. Vielleicht hat vor uns jemand Stahl gekauft. So, Brennstoff auch schon wieder. Wow. Okay, dann warten wir jetzt weiter. 11 Stunden nochmal bis zum nächsten Tag. Da wird aber noch niemand etwas haben. Ja, wir brauchen also sehr viel mehr schmutziges Wasser, denn seltsamerweise werden Nudeln auch mit schmutzigem Wasser hergestellt. Und ich denke Klingenkorn, wenn es das Richtige war jetzt. Und wenn ich mich da recht erinnere. Aber wir sind doch noch gar nicht einmal rumgegangen. Wir waren doch jetzt nur bei Myrna vorhin. Du schon wieder. Okay, ich habe einiges im Angebot. Dann lass mal sehen, was du so hast. Alles, was du brauchst. Ja, wir waren nur bei Myrna. Ja gut, ist ja jetzt nichts passiert. Wir können ja noch einmal rumgehen jetzt. Was heißt noch einmal? Wir können ja jetzt einmal rumgehen. Einiges an Zeug, falls du Interesse hast. Klar. Ich schau's mir an. Alles in Handarbeit gemacht. Ach, sind wir doch einmal rumgegangen? Oh. Tja, dann sind wir doch einmal rumgegangen. Dann warten wir nochmal. Oh, wir kaufen noch ein paar Nudelschalen. Kann ich was kaufen? Ja. Wenn die so gut sind, die Nudelschalen, dann kaufen wir gerne noch welche. Ein kleiner Rat. Nudeln. Gut genährt sind wir schon. Und gut hydriert auch. Sag nie, dass deine Mutter ein Sünd ist. Es sei denn, sie ist wirklich einer. Ist nicht schön sowas. Wir haben Handfeuerwaffen. Hey. Ja, Ma'am. Freut mich, Ihnen helfen zu können.
Ach, so müde sind wir immer noch nicht. Na, dann gehen wir doch noch mal raus und brauchen ja gar nicht zu schlafen. Dann schlafen wir lieber in Hangman's Valley nachher. Hoppla. Oh, das war gruselig. Und nochmal 24 Stunden warten. Und trinken nicht vergessen. Ja, das sieht gut aus. Ja, und Percy müssen wir dann ja auch nochmal besuchen. Hunger und Durst, aber wir haben ja jetzt die Nudelschale gefunden für uns. Zwei Nudelschalen und wir fühlen uns immer noch durstig, okay. Eine dritte. Immer noch ausgetrocknet. Okay, gut hydriert, aber immer noch leicht hungrig. Ich glaube, da könnte man jetzt eine Köterkeule essen. Genau. Und weiter geht's. Myrna! Zünds werden bei mir nicht bedient. Vorräte sind nur für Menschen. Ihr werdet stinkreich durch mich hier. Ich schau mal, was du hast. Hier. Aber sag bloß nicht Schrott dazu. Nein, wir doch nicht. Nudelholz. Was für ein Schrott. Oh. Blauer Baseballhelm. Oh, was hat sie denn sonst noch Schönes? Nicht so weit. Ups, Moment. Blutpakete, das ist gut. Hundefutter ist gut. Klingenkorn ist gut. Kräuter, alles was mit Kräutern zu tun hat, ist sowieso immer gut. Und das war es erstmal in dieser Sparte. Und dann gibt es aber noch den ganzen Schrott. Und wieder vier Ladungen Stahl. Richtig viel Stahl, das ist gut. Achso, ja, den Handel bestätigen sowieso. Brennstoff wollten wir ja auch noch. Genau. Und weiter geht's. Über 5000 Kronen. Du brauchst was zum Schutz, so wie jeder andere auch. Klar, ich schau's mir an. Vergiss nicht, auch Munition zu kaufen. Nein, wir denken dran. Brauchst du ein Schlagholz mit etwas mehr Wumms? Hä? Rostfreie Stahlnägel, ich sag's dir. Rostfreie Stahlnägel im Baseballschläger. Zeig mal, was du so hast. Handgefertigt, jeder einzelne von ihnen. Was gibt's denn hier? Ach so, Waffen. Waffen wollen wir gar nicht. Hilfsmittel vielleicht, Kleidung auch nicht unbedingt. Aber Holz. Jetzt haben wir doch gerade mal drei Ladungen Holz, glaube ich. Drei Ladungen. Das ist noch nicht viel, meine ich. Red nicht mit mir. Das könnte Aufmerksamkeit erregen. Ja, ich meine, wir müssen hier noch ein bisschen warten und wir werden das ja noch ein paar Mal wiederholen. Das Hallo, Spielchen. Solange du genug Kronkorken hast, kannst du dich gerne wieder hier umsehen. Zeig mal, was du so hast. Jacken, Hosen, Schuhe. Ach so. Erstmal die Kleidung durchstöbern. Was hat sie denn da Schönes für uns? Eine Polizistensonnenbrille. Aha, rotes Halstuch. Ja, das war doch schon mal ganz schön. Was ist das denn? Eitersack? Wo hat sie das denn her? Hatten wir sowas nicht auch mal? Von einer Blähfliege wahrscheinlich.
Ach, wir nehmen sowieso alles an Schrott. Hey. Ja, Ma'am. Sicher. Werfen Sie einen Blick darauf. Und richtig interessant wird es, glaube ich, wenn wir mal mit einem Roboter unterwegs sind, mit dem Packer zum Beispiel, der ja richtig viel tragen kann. Hast du diesen Artikel gelesen? In der Public Occurrences? Die verdammten Sünds können überall sein. Frisches Fleisch, was anderes gibt's bei mir nicht. Schau mal, was du haben willst. Dann lass mal sehen, was du so hast. Schau dir mal die Stücke an. Ist irgendwie mittlerweile fast alles bis auf das Tato-Teil für 8 Kronenkorken alles sinnvoll, was sie da anbietet. Pass auf, wo du hingehst. Ich hab dich im Auge. Rödel nicht rum. Wenn du untersucht werden willst, dann los. Ja, handeln. Ich könnte ein paar Vorräte gebrauchen. Okay, aber übertreib es nicht mit den Camps. Aufbereitetes Wasser, Blutpaket, Kräuter, Schmerzmittel, Antibiotika. Was wollten wir auf Percy noch mal warten? Wir sind sehr erfreut darüber, dass Sie sich für unser Geschäft entschieden haben. Wir kaufen und verkaufen alles. Von jedem. Zu jedem Fall. Klar, ich schaue es mir an. Hier, bitte. Sauberes blaues Kleid, sehr gut. Ja, ich denke, wenn wir das jetzt noch öfter machen, denke ich mal so, habe ich mir gedacht, dachte ich, dass das ein bisschen lange alles dauert, so für den Zuseher hier ständig einzukaufen. Na, ich muss dazu aber auch sagen, dass ich in der Vergangenheit durchaus gehört habe, dass gerade das den Reiz ausmacht. Andere YouTuber, Let's Player oder wie auch immer, machen mehr diese Missionen und kümmern sich überhaupt nicht um den Einkauf und um den Handel und so. Na gut, wir wissen ja jetzt, was hier passiert. Sehr viel. Ah, jetzt hat er nur noch ein Teil Stahl. Das ist, glaube ich, immer zufällig. Wir wissen jetzt, was hier passiert, wie das funktioniert und wie man handelt. Und ich habe gerade so mit dem Gedanken gespielt, ob man nicht die nächste Folge, wenn wir da tatsächlich noch weiter handeln möchten, 150.000 Kronkorken. Also könnten wir ruhig noch so zweimal, dreimal machen. Ob ich das nicht im Zeitraffer dann einmal ablaufen lassen soll. Da gab es ja schon einmal die langweiligste Folge, die da auch teilweise im Zeitraffer abgelaufen ist. Ja, vielleicht könnte man ja sowas machen. Dann wäre das nicht ganz so aufgepasst lang als für den Zuseher. Und
Ach so, wir wollen ihm was geben, wir wollen ihm gar nichts abnehmen. Und wir hätten ein bisschen Zeit. Könnte man euch dann ersparen, liebe Welt da draußen. Um die Uhr. Ich meine, das mit dem Zusehen, das klappt mit Sicherheit auch. Machen wir das so, wir gehen jetzt noch einmal einkaufen und dann geht's sowieso nach Hangman's Alley in der nächsten Folge. Also einmal jetzt noch einkaufen, schlafen, einkaufen nach Hangman's Alley und dann, oder in der nächsten Folge lieber nach Hangman's Alley. Und dann schauen wir, wie wir das in der nächsten Folge machen. Das mit dem Zeitraffer, finde ich, ist vielleicht gar keine schlechte Idee, wenn man das doppelt so schnell dann alles ablaufen lässt. Dann ist ja doch noch alles drin. Wo sind unsere Nudelschalen? Hier. Ja, was sagte ich? 24 Stunden schlafen. Dann sollten wir richtig ausgeruht sein. Dann nochmal 24 Stunden. Hier nochmal einen Einkauf machen. Dann total überladen nach Hangman's Alley. Wann machen wir denn wieder irgendwelche Quests mal, irgendwelche Aufgaben abarbeiten? Das sollten wir doch auch mal wieder machen. Ja, aber erstmal die Farm fertig bauen. Dann wollten wir ja noch eine Tour machen durch die ganzen Siedlungen, uns alle Siedlungen angucken. Dann sollte jede Siedlung, sollte auch schön einen Brahmin-Käfig zumindest bekommen und... Ach, der hat doch nichts. Wir müssen warten nochmal 24 Stunden. Ja, Brahmin-Käfig für jede Siedlung und ja, so ein paar kleine andere Sachen. Also Strom, Energiegeneratoren und vielleicht Jamaica Plain auch ein bisschen was aufbauen. 24 Stunden warten, okay. Ja, und wie ich gerade höre, ist es 17 Uhr schon. Das bedeutet... Zwangspause, ich muss sowieso mal gucken, was der Kanal so macht. Ob sich da was getan hat. Ja, obwohl eine, zwei Folgen gehen, glaube ich noch, wenn ich um 6 Uhr schaue, was da so sich getan hat und neue Folgen wieder reinstelle, dann ist das schon ganz gut. Stimpacks, Munition, Oberbekleidung, Geschirr. Alles. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Wunderbar. Ja. Das Geld werden wir sowieso machen, wenn wir die Siedlungstour machen. Dann holen wir uns wieder richtig viel Geld rein. Da bin ich doch sicher. Ja, er hat auf jeden Fall wieder... Kein schmutziges Wasser, aber Schrott. Und Brennstoff. Hast du dir Travis in letzter Zeit mal im Radio angehört? Der ist richtig gut geworden. Ja, Zeitraffer-Video, das nächste. Hoffentlich vergesse ich das nicht. Muss ich zum Schluss nochmal sagen, damit wenn ich das Bild mache, damit ich das sehe und mir eine Notiz machen kann. Ja, es stimmt. Ich habe... Na, reichen nicht vier sonst?
Gut genährt sind wir schon, aber ein wenig ausgetrocknet noch. Na, dann essen wir noch eine. Letztes Jahr eine Kugel in den Hintern bekommen. Ist eine lange Geschichte. Ich verkaufe zwar so ziemlich alles, aber nichts davon ist Schrott. Dann lass mal sehen, was du so hast. Hier, aber sag bloß nicht Schrott dazu. Keine schönen Sachen für uns, na gut. Und Blutpaket, nur das Übliche können wir wieder mitnehmen. Aha, sind jetzt aber auch nur 100 Stahl, auch nur eine Ladung da. In Sachen Schutz liegst du mit allem, was ich habe, richtig. Klar, ich schau's mir an. Vergiss nicht, auch Munition zu kaufen. Einfach nur alte Holzstücke. Ein Schlagholz ist ein handgefertigtes Stück Hickory-Holz. Dann lass mal sehen, was du so hast. Spürst du, wie der Griff in der Hand liegt? Hä? Alles klar. Wagt euch nicht unbewaffnet vor die Mauer! Da bist du ja wieder. Ich fange fast an, dich zu mögen. Also, was darf sein? Zeig mal, was du so hast. Kleider machen Leute, stimmt's? Genau. Wie war das mit den Kleidern hier? Irgendwas Interessantes dabei? Baseballkleidung. Wir können ja auch alle unsere Wachen damit ausstatten. Stärke 1, Beweglichkeit 1. In irgendeiner Siedlung könnten wir das machen. Schrott. Genau. Polly nicht vergessen gleich. Polly noch besuchen. Hey, Doc. Trödel nicht rum. Wenn du untersucht werden willst, dann los. Ich bräuchte ein paar Vorräte für unterwegs. Okay, aber übertreib es nicht mit den Camps. Oh nein, das wollten wir nicht. Aufbereitetes Wasser geht wieder zurück. Unbenutzt. Ja, Calmex sieht man auch nicht allzu oft. Ist aber auch richtig teuer. Plus zweimal Schleichangriff-Multiplikator. Hatten wir doch irgendwann schon mal. Ja, aber für den Preis, ich bin mir da nicht so sicher, ob das gut ist. Ich habe es eilig. Tut mir leid. Frisches Fleisch. Dann lass mal sehen, was du so hast. Frischer geht's nicht. Ja, wie ich das sehe, können wir bis auf die Tato da wieder alles mitnehmen hier von Polly. Ja, dann darf ich mich bedanken an dieser Stelle fürs Zusehen. Du bist ziemlich dicke mit dieser Reporterin, oder? Pass besser auf. Der Bürgermeister steht mit ihr auf Kriegsfuß. Ich sage Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Die neuesten Schnitte aus den Upper Stands.